So, Umklammerung von hinten. Gibt es zwei Situationen. Einmal, wo der Gegner unter eure Arme durchgreift, einmal, wo ober drüber greift. Ihr könnt auch Kombinationen machen, wo er das mischt. Aber wir beschäftigen uns jetzt erstmal nur mit der Grundtechnik. Man sollte auch ein bisschen unterscheiden. Ich finde jetzt für uns Erwachsene, Männer, ist eher so, dass man unter der Arme durchgegriffen wird, weil wir einfach ein bisschen breiter gebaut sind. Bei Frauen kann es schon eher sein, dass, wenn sie ein bisschen schmaler und zierlicher sind, dass der Arm um die Arme rumgeht. Aber ihr solltet grundsätzlich beide Situationen beherrschen. So, Ricardo kommt rein, er hilft mir heute mit. Also, egal, wir fangen mal an unter der Arme durch. Erste Reaktion sollte immer sein, macht euch schwer. Also bleibt nicht stehen wie ein Zinnsoldat und dann kann er euch einfach hochheben und irgendwie manipulieren. So, das heißt, das Erste, was ihr macht, ist, ihr geht hier runter. Ihr könnt hier ein bisschen mit der Hüfte nach hinten gehen, also so einen kleinen Stoß geben. Auch ein Kopfstoß dann, ja, also es ist immer gut, sich das so anzugewöhnen. Popo, Kopfstoß. Und was ich, seht ihr, was ich schon von Anfang an mache, ist, ich kontrolliere hier die Hände in irgendeiner Art und Weise. Ich habe hier auch schon eine Fußkontrolle, also ich spüre, wo er steht, wie er steht. Ja. Und so, von hier aus, also so grundsätzlich, wenn jetzt der Partner hier so zupackt, in der Art, das Erste, was ich mache, ist, ich gehe hier entlang und ich versuche hier seine Hand hier abzuziehen. So, wie mache ich das? Nicht in der Form, sondern ich bin hier. Also ich gehe hier an seinem Arm entlang. Was ich jetzt mache, ist, ich ziehe die Hand so ab. Ja, so das Ganze, na hier seid, das könnt ihr mit so einem kleinen Ruck machen. Das heißt, wo kommt der Ruck her? Der kommt nicht aus der Arme, der Ruck. Ich baue hier nur einen Druck auf und ich lasse meinen Körper fallen. Das heißt, ich bin hier, 1, 2, runter. Die Hand wartet schon hier hinten. Jetzt kann ich hier schon anfangen, einen Streckhebel zu machen. Ja? Das ist schon die erste Form, die ihr hier habt. Dann könnt ihr hier verriegeln, könnt ihr viele, viele Dinge machen. Also das wäre schon die erste Technik, die ihr hier habt, dass ihr dann einfach hier der Arm dreht, geht hier rum und von hier gibt dann schon eine mit. Also, 1, 2, Arm abziehen. Jetzt könnt ihr hier in den Bogjacke gehen, also wenn ihr den Arm abwinkelt hier, das. Oder ihr seid in einem sogenannten Teigjacke, greift da hier, jetzt schiebt die Hand über den Kopf, lauft rückwärts und seid schon hier in eurem Haltegriff. Nochmal. 1, 2, 3, hier rum. Jetzt laufe ich hier weiter und bringe hier den Gegner zu Fall und gehe auf Abstand. Okay, das wäre Ogiaku, Taigiaku. 1, 2, hopp. Auch von hier halten. Was ihr auch machen könnt, ist, geht hier runter, lasst es fallen. Ja, und von hier aus habt dann Gegner schon unter Kontrolle. Ja, also kann man auch als Eigenwurftechnik machen, also Temi, also Opfertechnik. So, dann, es kommt immer darauf an, wie der Gegner hier reagiert. Jetzt ziehe ich hier ab und warte. Jetzt ist er irgendwie kräftig und er dreht seine Hand vielleicht mal nach hier oben, weil er merkt, ich will ihn nach hier drehen und er dreht hier nach oben. Okay, lasse ich ihn und komme hier zu einem Oranikudak. In der Form. Kann ich schon mal? Wir sind hier, er merkt, da kommt er. Und ich bin dann hier, kann hier verriegeln, wenn ich will, Ellbogen ins Gesicht und nicht drehen. Das wäre Oranikudaki bei uns. Bin ich hier, 1, 2. Sie sind schon hier zum Beispiel trainiere. Und dann, okay. Dann, er umklammert, geht hier runter, greift den Kopf, runter ins Knie und der Gegner werfen. Okay. Er umklammert, Hose festhalten, hinterrum, werft sie hinter euch. Das sind so die typischen Techniken. So, wie kann ich den Griff noch sprengen? Gitarre spielen, also gehe hier über die Sehnen, nicht so, macht keinen Sinn, sondern wirklich hier, das. Hier mit dem Knöchel und dann hier. Nächste Möglichkeit. Wenn ihr mit der Hand nicht arbeiten könnt oder wollt, ihr geht nach hier und zieht hier die Finger auf.
in der Form. Ja, geht nach hier, habt gestoßen alles und ihr seid hier und dann zum Beispiel seid ihr hier. Das von hier aus. Okay, das sind so die Möglichkeiten. Vielleicht habt ihr gerade irgendwas in der Hand, einen Stift, rein damit, nicht mit dem Messer, wenn es geht, aber schon irgendwie einen harten Gegenstand. Ja, dann hier reinbohren, Finger, gerade auch bei Frau vielleicht, oh ja, schön, nice. Und dann holt euch die Finger, ja, bist du, ja, könnt auch hier zum Unterleib gehen, eins, zwei, ja, Zeigefinger ist gut zu erreichen, kleine Finger schmeißen sehr gut zu erreichen, nehmt nicht alle, da kann der Gegner dagegen halten, sondern wirklich sucht euch nur einen Finger raus und dann Rock'n'Roll, ne? Von hier aus. Ja? Dann habt ihr die Form, dass ihr hier aufzieht. Ja? Dann jetzt zieht ihr ab. Dann habt ihr entweder, dass der Gegner so reagiert, dass der Gegner das dann so bekommt, also Handfläche nach oben, oder versucht den Arm jetzt so wegzuziehen und ihr geht nur mit. Ja? Dann habe ich hier vielleicht die Kontrolle und habe immer noch hier seine Hand. In der Form. Okay. Okay, dann hatten wir diese Eigenwurfgeschichte aus dem Teil raus. Ja, dann was natürlich auch möglich ist, ihr seid hier, geht runter und greift ganz unten an der Achillessehne und zieht hoch. So, was ich jetzt mache, ist, ich laufe hier rückwärts. So, und jetzt kommt es drauf an, er legt sie jetzt auf den Bauch hier gerade. Wo platziere ich jetzt das zweite Knie? Ich drücke das Knie nach hinten in seine Kniekehle. Mach es vorsichtig, weil es tut weh wie die Sau. Und dann mache ich hier. Ja, das heißt, ich gebe hier jetzt mit meinem Körper gebe ich Druck rein und ich schiebe mein Schienbein hier nach hinten in sein Knie. 90 Grad. Und dann merke ich. Ja, wenn ich jetzt hier drücke, das hier bringt nicht viel. Streck dein Bein. Dann kannst du das Bein wieder strecken. Dabei. Geht nicht mehr. Von hier aus. Okay, habt dann unter Kontrolle. Ja, also das Knie, ich zeige es mal ohne Partner. Ich gehe rum, schnapp das Bein, ziehe es hoch, bin hier und dann gehe ich nach vorne und das Knie drücke ich nach hinten. Gehe ich nach vorne. Das ist ein Fehler, den ich ganz oft sehe, dass man das dann nicht richtig macht. Was dann auch, kleines Detail, wenn es hier seit 1, 2, kommt hier runter, zieht das Bein, wenn er schon fällt, schon hier macht er einen Schritt. Wenn er das Knie so kriegt, hier in der Form, hier könnt ihr das Knie schon verletzen, ihr seid hier, von hier aus, könnt ihr auch kicken, zur Niere, zum Nacken, wenn was notwendig ist in der Situation. Okay, hier zum Beispiel legt man vorne auf den Bauch und seid hier. Okay, das sind so die Möglichkeiten, wir hatten auch mal eine Technik gemacht im Training, wo ihr das Ganze mit dem Stock macht, wenn ihr einen Spazierstock oder sowas in der Art zur Verfügung habt. Also das mit dem Stock macht, geht auch. Ja? Geht hier rum, das, dann zieht er hier ab. Kommt schon näher ran. Jetzt kann ich hier drüber greifen und fange hier an, Druck auf die Achillessehne auszuüben. Kann hier drüber steigen, gehe hier rum. Und ziehen hier hoch. So, ihr seid hier. Und das ist dann hier das Geile. Mit so einem Teil hier. Und dann habt ihr hier schon die Möglichkeit. So, einen Nettingstift hat jeder irgendwo rumliegen. Gerade wenn ihr vielleicht in einer Selbstverteidigungssituation seid, bei der Arbeit zum Beispiel, im Büro, dann da angegriffen. So was liegt vielleicht immer irgendwo rum. Wenn man das jetzt zwischen die Finger kriegt, jetzt geht er hier zum Beispiel hier drüber. Und hier kann ich jetzt den Griff sprenge, gehe hier wieder unten durch, kann mir eine geben, komme zum Beispiel zu diesem Hebel. Dann auch von hier hat er Haare, greift die Haare und zieht ihn hier drüber. Haltet seinen Kopf fest, ist viel unangenehmer bei ihm. Und jetzt soll er weitermachen kann. Und jetzt habe ich Zeit, um Abschnitt zu machen. Okay? Also, das wären so die typischen Techniken, die ich hier in dem Moment machen würde.
So, zweite Situation ist, er geht um die Arme rum, vielleicht gerade bei Mädels dann. Warum? Jetzt ist hier natürlich schwerer zu manipulieren. Auch hier gilt wieder erstmal Hintern runter, vielleicht mit dem Kopf hier einen Stoß nach hinten. Und in jedem Fall die Hände sichern. So, ich sehe oft solche Sachen zum Beispiel, dass man hier die Arme so hochdrückt und er weiß schon, was er tun muss. Deswegen bin ich da kein Fan davon. Also es kann schon sein, dass es funktioniert, möchte ich nicht absprechen. Aber das wäre dann gleich die mögliche Fortführung von der Technik her. Das heißt, ich bin hier, 1, 2. Und was ich jetzt hier schon mache, ist, ich spreng den Griff. Schon hier. Hier ist für ihn auch schwieriger zu greifen. So, und was ich jetzt hier merke, jetzt komme ich in die Richtung leichter oder komme ich in die? Okay, ich komme in die. Und hier habe ich jetzt schon etwas, das nennt sich Sankajo bei uns. Okay, ich greife ganz gern hier oder wenn ihr kleine Finger habt, greift ihr hier unten, das ist dann nochmal so ein zusätzlicher Hebel. Das. Okay, hier bin ich mit der Ellbogen an der Rippe. Jetzt bleibe ich natürlich nicht ewig hier. Von hier aus zum Beispiel ganz typisch. Streckt den Arm, kommt in der Drehung runter, bringt den Gegner zu Fall. Okay, streckt nochmal. Ihr seid hier. 1, 2. Seht ihr, ich konzentriere mich schon auf eine Hand. Greift ihr hier schon das und komm hier. Wenn ich jetzt unten durchgehe, nicht die Hand hoch. Warum merkt er, da verliere ich ihn? Beziehungsweise er kann sich jetzt auch leichter hier rumdrehen und abhauen, sondern, ich will tanzen hier, sondern seht ihr, ich bin hier, Arm 90 Grad, bleibt so in der Nähe, ich gehe ein bisschen runter. Das. Jetzt von hier aus einfach halten, weiter drehen und reicht hier den Arm. Okay, ganz, ganz simple Geschichte. 1, 2, das und von hier aus mit einem Ruck, bam, dreht er hier schon. Hier ist schon Ende. Jetzt weiter drehen, breche ich wieder ab. Okay? Das könnte auch hier wieder sein. Und nach unten wieder. Okay? Kann ich wechseln. Beide Arme. Okay? Dann so fast loslegen. Leider wieder hier. 1, 2, 3. Ja? 1, 2. Staying alive. Ja? Schlagt unten, schlagt oben. Also hier. 1, 2, 3. Bin dann hier. Und hier kann er jetzt seinen Arm strecken mit einem kurzen Ruck. Das. Oder ziehen wir ihn rüber. Und kleine Kick. Okay? Das wäre so typische Technik bei uns. Gegen- und Klammerung. Ja? Wie gesagt, Anfang immer. Macht euch schwer. So, hopp, das bringt nach unten und habt einen Erfolg. Okay? That's it for today. Viel Spaß.